Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es erstmalig bei mir um Season 12 und zwar hat ein Playtester, wahrscheinlich ein offizieller Respawn-Mitarbeiter, gehe ich davon aus, ganz heimlich sein Monitor, sein Fernseher abgefilmt, ich weiß es nicht. Wir sehen das Erbstück von Krypto, was in Season 12 kommt. Wir sehen drei neue Waffen. Ich gehe natürlich davon aus, dass die drei neuen Waffen Schritt für Schritt in den kommenden Seasons verteilt werden. Natürlich nicht in einer Season, sprich in Season 12, rausgeballert werden. Ganz wichtig. Das Video habe ich von Thornton Smash. Das geht etwas über eine Minute. Wir sehen Gameplay. Das Material ist wirklich sehr, sehr schlecht abgefilmt. Aber es reicht, um zu erkennen, was passiert. Und wir legen direkt los. Und zwar haben wir hier das Krypto-Erbstück. Soll natürlich in Season 12 kommen und wir wissen ja, dass jetzt in Season 11 nächste Woche das Erbstück von Watson kommt und chronologisch dann auch Krypto dran ist. Und was auch auffällt, unten rechts, da geht es schon um die erste Waffe, die geleakt ist. Ihr seht selber an der Qualität, es sieht alles andere als geil aus, aber wir sehen erstmal zwei verschiedene Waffen. Wir sehen die Namen nicht wirklich, was sehr, sehr schade ist. Zumindest für die Energiewaffe, die gerade ausgerüstet ist, abgesehen von dem Krypto-Erbstück. Es ist eine Energie-Handfeuerwaffe. Vollautomatisch. Was man natürlich jetzt nicht rauserkennt, hat die tatsächlichen drei Schussmodus, das erkennst du wirklich sehr, sehr schlecht. Oder sind die Schussreserven deutlich höher oder feuert die Waffe wirklich mit einmal nur drei Schuss vollautomatisch ab? Keine Ahnung, sieht man nicht wirklich. Man sieht, dass ein Barrel Stabilizer drauf ist, ein goldenes Mag und ein Visier. Ich erkenne aber nicht wirklich, ob es das zweifach Bruiser Visier, das blaue ist, oder das lila Ranger Visier. Wobei das lila Ranger Visier auf einer Pistole für mich erstmal keinen Sinn macht. Auf die zweite Waffe kommen wir gleich. Das erkennt man nämlich wirklich extremst schlecht. Und ja, hier sieht man noch ein bisschen Gefuchtle vom Erbstück. Das ist mehr oder minder mehrfach wiederholt in dem Video, wie der mit dem Erbstück rumfuchtelt. Hier haben wir die Nemesis. Die Nemesis, ich spare mir das jetzt einzublenden, hatten wir schon mal in Season 11 zu Season 12 in einem Trailer, wurde für den Arena-Modus im Auswahlbildschirm, wo wir die Waffen auswählen können, haben wir einen Platzhalter gesehen. Optisch sah es wie die 301 aus, sieht ja immer noch fast wie die 301 aus. Eine Energiewaffe, das haben wir schon gesehen. Wir sehen auch hier ein goldenes Energiemagazin, das Ranger-Visier, das lilane, und wir haben einen lila Laufstabilisator drauf. Und was auch auffällt, dass die Nemesis, natürlich ist es ein Sturmgewehr und mit der Nemesis können wir auch irgendwas machen. Wir können irgendwas hineinladen, wie bei der Rampage mit der Thermitgranate. Aber was das hier genau ist, kann ich aktuell logischerweise noch nicht sagen. Und wir sehen als dritte Waffe die Maelstrom. Mache ich gleich weiter. Sehen wir nämlich jetzt gleich am Waffenstand. Da steht der Charakter dann direkt auch mit dem Wurzelerbstück übrigens. Hier sieht man es. Das Watson-Erbstück, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, also auf dem Monitor zumindest, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Herzschlagsensor, kennen wir aus COD. Und wir sehen hier die Maelstrom LMG, quasi wie die Spitfire, nur mit leichter Munition. Das war ursprünglich, eigentlich dachte man, dass die Hailstorm LMG, quasi die Rampage, eigentlich eine leichte LMG wird. Und hier ist jetzt die Maelstrom LMG oder M429 Maelstrom, eine LMG wie die Spitfire, wie gesagt, mit leichter Munition, soll eine extrem hohe Feuerrate haben. Wir sehen Aufsätze wie ein Laufstabilisator, ein leichtes Mag, Visier, maximal 2 bis 4 und ein Schaft. Und sie hat eine besondere Fähigkeit, und das finde ich sehr interessant, Rapid Machine Gun Ammo Capacity Increase plus 5 with each kill, heißt nichts anderes als dass dein Magazin für jeden Kill, den du in einer Runde machst, 5 Schuss mehr tragen kann. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man die wirklich dann im Magazin, in der Magazinreserve hat und nicht einfach nur für deine Stacks in deinem Inventar. Sollte relativ logisch sein. Mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, am Anfang, das Gameplay ist wirklich sehr, sehr schlecht aufgezeichnet. Aber es sieht nach offiziellem Gameplay aus von einem Gameplay-Tester. Und wir können davon ausgehen, dass es natürlich noch einige Seasons dauern wird, bis alle drei Waffen drin sein werden. Nur vor dem Krypto-Erbstück können wir davon ausgehen,
ausgehen, dass es in Season 12 tatsächlich chronologisch schon dran sein wird. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Start in die neue Woche und so weiter und so fort. Wir sehen uns demnächst beim Holobash-Event. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf dieses Event und auf das aktuelle Raiders-Event, was am Dienstag um 19 Uhr startet. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.